Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal zum technischen Thema Verbesserung des Kühlsystems, insbesondere Wasserkreislauf. Wie gesagt, generell haben wir einen großen und kleinen Kühlkreislauf im Motor, der kleine, damit der Motor schnell seine Betriebstemperatur erreicht und ab einem gewissen Temperaturpunkt, der durch das Thermostat bestimmt wird, öffnet dann der große Kreislauf. Und hier haben wir schon, sagen wir, eine Möglichkeit, wenn ich ein Thermostat verbaue, was etwas früher öffnet, nehmen wir an, sonst Seentemperatur 82 Grad oder 89 Grad, je nach Ausführung, dann bieten auch manche Hersteller an, eins, was bei 76 zum Beispiel öffnet, was schon ganz entscheidend ist. Dann kann ich, wenn ich einen Elektrolüfter habe, die Lüfterschaltpunkte, die über auch einen Temperaturfühler geschalten werden, gibt es welche auch, die, wo der Lüfter schon früher angeht. Das sind zum Beispiel schon mal zwei Maßnahmen, die deutlich die Leistungsfähigkeit des Kühlsystems erhöhen. Oder es gibt auch sogenannte Rennsport-Vollaluminiumkühler, gibt es für viele, viele Modelle. Die sind natürlich oft sind die noch ein bisschen größer und die Wärmeanlagen, die sind auch robuster noch. Das ist natürlich auch eine Maßnahme, die immens was bringt. Dann kann man sich auch noch, ich sage mal, eine elektrische Zusatzwasserpumpe einbauen, die auch noch mal ein bisschen dazu beiträgt, die Leistung zu erhöhen. Und wenn ich das alles schon im Paket mache, dann kann ich schon deutlich mehr Leistung thermisch gut beherrschen. Die Funktionsweise des Kühlsystems beruht darauf, dass bei der Verbrennung entsteht ja Wärme. Wie gesagt, gibt ja eine gewisse Leistung. Denn Wärme ist mit der größte Punkt, der entsteht. Wenn man jetzt so ein Leistungsnutzungsdiagramm nimmt, so, die muss ja irgendwo abgeführt werden, sonst überhitzt der Motor. Dadurch brauche ich eine Kühlung. So. Da ist Wasser ganz gut, weil ich kann relativ die Temperatur konstant halten, im Unterschied zu luftgekühlten Motoren. Und wie gesagt, es ist auch leiser. Demzufolge, sag mal, nimmt das Wasser die Wärme auf im Motor, sprich im Motorblock, im Zylinderkopf und wird über Leitungen dann zum Kühler geführt. Der hat aufgrund seiner Form und seines Netzes eine gewisse Fläche. So, da strömt das Wasser von oben nach unten durch und gibt dabei die Wärme an den Kühler ab, welche durch den Fahrtwind gekühlt wird oder eben durch Lüfter noch dazu. Da gibt es dann, ob nun vor oder hinterm Kühler, das heißt saugend oder blasend, je nachdem, wo der Lüfter nun montiert ist. Dadurch wird die Kühlleistung noch erhöht. Man kann natürlich auch noch, das Ganze mit CO2-Kühlen und so weiter, das sind natürlich Extreme, die man eigentlich in der Regel im Seemodell kaum braucht. Und so, das ist das Grundprinzip der Kühlung. So, und was kann ich jetzt tun, wie gesagt, um die Leistung zu erhöhen? Das habe ich schon vorher kurz beschrieben, größeren Kühler und so weiter. Wie schon anfangs erwähnt, unterscheidet man ja einen großen und einen kleinen Kühlkreislauf. Der kleine ist der, bezieht sich, da zirkuliert das Wasser nur innerhalb des Motors. Der Kühler ist da noch nicht durchströmt. Und das hat den Zweck, dass der Motor möglichst schnell seine Betriebstemperatur, möglichst verschleißfrei, geringen Schadstoffausstoß etc. zu erreichen. Und wie gesagt, ab einer gewissen Temperatur wird das Wasser dann über den Kühler geleitet, damit der Motor eben nicht überhitzt. So, und das regelt das Thermostat und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Folge dem Meister, abonniert meinen Kanal. Bis nächsten Donnerstag, euer Gerd.